Das ist das. Genau das meine ich jetzt zum Beispiel, ne? Genau diese Situation. Warum kommen die da nicht mit? Digga, Junge! Bruder, woher sollen die das wissen? Ich hab's doch gepinkt! Ich hab's doch zweimal gepinkt! Okay, womit strugglest du denn so gerade? Mit meinen Mates teilweise, leider. Also auch mit mir, aber auch mit meinen Mates. Ich will halt verstehen, warum meine, sagen wir mal, mein Top-Laner nicht kommt, wenn ich dort bin und dem zu Hilfe bete, oder mein Mid-Laner nicht kommt, wenn ich Drake mache. Ne, das verstehe ich halt nicht. Das ist so das eine. Dann habe ich noch manchmal, wenn es Richtung Mid-Endgame geht, habe ich manchmal so Phasen, wo ich rumlaufe wie Falschgeld, weil alles im Prinzip geklärt ist. Von meiner Seite aus vom Jungle, wir im gegnerischen Jungle kein Vision haben und ich dementsprechend auch nicht mal Counter-Jungle kann. Und wenn ich das dann ab und zu mal probiere, kriege ich dann auch immer auf den Sack, weil da immer irgendwelche Gegner dann aus dem Büschen rauskommen, weil keine Vision da ist halt, ne? Fühlt sich so an, als ob du deine Mates für selbstverständlich hältst. Ja, ich meine, am Ende des Tages ist es ein LOL, ein Teamspiel. Manchmal habe ich das, entweder sind die Braindead, die Leute, mit denen ich zusammenspiele, oder ich bin einfach dumm. Ich weiß auch nicht, was ich anders machen müsste, um da rauszukommen. So, okay. Ich weiß, ich habe ab Silber gespielt, bin auch höhere Silber, wo ich dann sage, okay, ich war eigentlich kurz vor Gold. Und jetzt bin ich so tief nach hinten gesunken, dass ich da wirklich komplett hartstark wieder in Bronze bin. So, was steht ihr so an für dich in dem Game? Ich bin gerade, ich habe jetzt noch nie gegen Shen Support gespielt, aber ich glaube, es wird schwierig sein, den TF zu killen, weil der Shen den ziemlich gut supporten kann. Toplane, keine Ahnung, Xin auf der Top habe ich glaube ich noch nie gesehen. Ich werde schauen, wo ich ganken kann und dann ganken. Aber gut, du weißt ja, was Xin macht, ne? Ja, er stompt halt eigentlich, ne? Eigentlich könnte ich Toplane den Xin ein bisschen voranbringen. Aber Darius ist halt im Moment auch ziemlich stark. Das ist halt auch sowas, was mir definitiv fehlt. Dass ich dann am Ende sage, okay, ne? Was machen meine Mates stark? Was macht die schwach? Kennst du die Champions nicht, oder? Ja, doch, aber ist halt, keine Ahnung, halt doch ein bisschen so die Expertise, ne? Weil ich kenne sie zwar, ich weiß, was wir machen, aber irgendwie scheitert es dann trotzdem. Welche Expertise denn genau? Diese Einzelmatchups halt, ne? Ja, musst du ja nicht genau wissen. Du gehst ja meistens 2 gegen 1 drauf, right? Oder 3 gegen 2. Ja. Nur mal so, du kannst deine W nicht gegen Jungle Monster aktivieren. Weißt du, was deine W macht? Nicht drauf gucken. Ja, die absorbiert Spell und gibt mir neue Attack Speed. Wann kriegst du Attack Speed? Wenn ich sie aktiviere? Nee. Okay. Du kriegst passiv Attack Speed und wenn du ein Spell, wenn das Schild aktiviert, wenn du ein Spell absorbierst, dann kriegst du Attack Speed nochmal. Okay. Weißt du, wo der Shaco ist? Der hat Red Side angefangen, also oben. Der müsste jetzt dann auch Richtung Bot Side sein. Hast du gesehen, dass er oben angefangen hat? Er hat die Box. Der hat hier eine Box hingestellt gehabt vorhin. Okay. Vielleicht ist Chat einfach schlauer als ich. Da mache ich nichts. Ja, sonst meine ich jetzt zum Beispiel, ne? Warum geht der nicht runter? Weil ich doch den Shaco. Hast du ihn denn aktiv gepinkt? Ja, ja. Ich habe den zweimal angepinkt. Was hast du ihm gepinkt? Dass da irgendwas sein könnte. Pass auf, erstens, du hast normale Pinks gemacht. Zweitens, kriegst du jeden Pink deiner Mates mit? Nö. Aber also wenn ich einmal gepinkt werde, bin ich bei dir, ne? Da bekomme ich es nicht immer mit. Aber spätestens, wenn mir einer zwei, dreimal irgendwas in den Gesicht pinkt. Genau, ping ihn dreimal und ping ihm Danger. Ich würde jetzt gerne fragen, warum er jetzt Ruffs macht, aber ich frage das lieber gleich. Oh, hey Clement, bringt dir nichts. Wenn du weißt, dass du nicht gangst, nimm 2 Punkte Pummel. Was hat denn zu dir gesagt, dass das jetzt der Void-Drop-Moment ist? Ich hätte da direkt den ersten reinschnappen und wieder raus. Ich meine, wir haben Vision dort. Das war einfach dumm. Ja, du bist ja auch durch die Vision durchgelaufen, ne? Ja. Auf dem Präsentierteller. Und wussten denn deine Mates, dass du die Drops machen willst? Nee. Drück bitte nicht auf deine W drauf, das bringt dir nichts. Ja. Wie sieht denn jetzt gleich für dich mit Level 6 aus? Wie bitte? Mit Level 6? Ja. Sehr viel Zeit, ne? Hier flöten gehen. Oh, da geht noch Support, ist aber auf demselben Level wie du. Musst du denn so viel vor 6 versuchen? Nee, eigentlich nicht. Aber die machen halt so viel Pressure, ich weiß es nicht. Der so steht schon 4-0 jetzt, ne? Ja, 2 Kills hat er jetzt gerade bekommen. Aber was ist denn Nocturne Stärke? Die Ulti und einzelne Leute rauszucatchen. Das hast du ja dann 6 und 2 Stacks Smite. Ja. Was geht jetzt ab für dich? Ab jetzt kannst du ja das Game übernehmen, oder nicht? Ja, sollte ich in der Regel, ja. Ich probiere jetzt erstmal, dass wir irgendwie zum Drake kommen. Dafür muss man den Botlane pushen. Probieren, dass dadurch, dass die Lane gepusht ist, in der Hoffnung, dass sie jetzt reinkommen. Dass wir da vielleicht. Ja, ich sag, das mit der W ist einfach Habit. Wie bitte? Nee, die fragen nur, warum du immer noch W benutzt. Ja, es steckt halt, ne? Wenn man das immer macht, keine Ahnung.
Das ist halt im Blut drin. Ich weiß nicht, ich könnte jetzt. Es ist halt wieder Risky Play. Hey, wir haben was reinbekommen. Nice. Mm. Müssen wir halt aufpassen, ne? TF, Shen können uns jedes Mal so ein bisschen abfucken, wenn wir nicht schnell genug sind. Ja. Das mach ich nix. Geh da weg, geh da weg, geh da weg, geh da weg. Warum? Was willst du denn machen? Das ist doch Selbstmord. Wenn wir einfach chillig farmen, ist dein Ulti ready ist, dann für ein Play mal gucken. Nein, Mensch. Eine Kuh. Yeah, let's go. Attacke. Ja, warum ist denn den Weg zu den Crux? Weil ich wollte jetzt hier die, dann Crux und dann. Das meine ich nicht, warum bist du außen rumgegangen? Ja. Deine Smites vielleicht auch mal ab und an mal benutzen, wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ja. Hast du denn jetzt wieder so eine neue Richtung? Jetzt hast du ein weites Item fertig. Ist ja schon ein sehr starker Spike auf dir, ne? Willst du verstärkt im Botlane herumspielen oder wie kommt, dass du da jetzt wieder hingehst? Ja, ich will eigentlich schon den Drake rumspielen jetzt, ne? Das okay. Ist so jetzt mein Ziel. Komm, Bruder. Wieso geht denn der weg? Da wusstest du gar nicht, dass du kommst. Ich hab's gepinkt? Ja, und einmal. Wen juckt denn, dass du einmal pingst? Wo sind die denn, Mann? Das ist das. Genau das meine ich jetzt zum Beispiel, ne? Genau diese Situation. Warum kommen die da nicht mit? Digga, Junge! Bruder, woher sollen die das wissen? Ich hab's doch gepinkt! Ich hab's doch zweimal gepinkt! Und du siehst trotzdem nicht, dass die hinmoven. Und dann? Ja. Dann gehst du hin und stirbst? Du bist genau im Bett. Guck mal, ich hab den Darius nicht gesehen. Ich hab nicht gedacht, dass der Darius da ist. Du bist im Bett. Den Shaco Lineage gemacht. Ich kann doch im Voraus sagen, ey, der Yasuo hat deinen Yone eben umgebracht. Ja. Die hat einen Vision an der Krabbe. Der Yasuo hätte da jederzeit hinmoven können, wenn du den Drachen machen willst. Und bringt ihn einfach um. Ja. Warum wir schreien? Weil du manchmal, wenn jemand laut ist, ihn emotional wieder abholen musst und ihn runterholen musst. Du kämpfst Dominanz gegen Dominanz. Und dann musst du manchmal einfach noch dominanter sein. Ich finde ja keinen Sinn, seine Smites mal benutzen. Gibt es denn für dich eine Orientierung? Jetzt gerade? Ja. Nicht wirklich, nee. Ich habe gerade, also. Kein Schimmer, was ich machen soll. Also ich farme, klar. Ich probiere jetzt, ist schon wieder mein Blue Buff gemacht, zum Herold gehen. Lass mal ein bisschen Objectives kriegen. Haben wir den ständig da vorne in der Mitte gesehen? Ja. Ich wusste ja, dass der Shen da ist. Warum willst du denn dann den Herald unbedingt machen? Ich bin ja dann weg. Ich wollte eigentlich hier gegen Xin unterstützen. Du machst alle Objectives gleich. Du bist danach nämlich erst zu ihm hochgegangen. Du hast ihm nämlich gepinkt, dass er dir helfen soll. Du machst alle Objectives gleich. Du gehst da blind einfach hin und flippst. Okay. Bei keinem Objective hätte ich gesagt, boah, geile Idee. Okay. Das ist es. Der ist so schön. Ich will jetzt meinen Ulti nicht wasten. Der ist kein Gold wert. Bleibt mir nichts anderes übrig. Warten auf, dass das Game endet. Das ist für mich jetzt, ist das over. Fühlst du dich denn gerade noch wohl in dem Game? Es geht. Ich lauf rum wie Falschgeld teilweise. Wie wär's denn, wenn wir mal jagen gehen? Du kannst ja gut picken mit deiner Ulti, oder nicht? Ja, aber ich komme nicht dazu, weil wir gefühlt kein Treasure haben. Also wenn ich jetzt, ne, also ich muss ja im Prinzip, muss ich ja als Nocturne einzelne Leute von der Sidelines rausfischen. Ne? Ja. Das muss ja im Prinzip so mein Ziel sein als Assassine. Jetzt bei dem Game, wir haben... Also, keine Ahnung, entweder fighten wir dumm in der Mitte oder ich verpeile es, irgendjemanden zu catchen, weil ich keine Ulti habe oder es einfach nicht sehe. Wodurch gewinnst du in der Regel deine Spiele? Wenn ich Ultra-Ahead bin, also wenn ich einfach richtig viele Kills habe. Dann ich höre fast nie eine andere Antwort, ne? Wenn ich Kills habe. Was, wenn du keine Kills hast? Dann bist du doch nur davon abhängig, dass dein Gegner dumm ist, damit du gewinnst, oder nicht? Nee, ich guck halt, also wenn ich überhaupt keine Kills habe und ich habe, sagen wir mal, meine Mates, die carryen können, dann... baue ich komplett auf Tank, also dass ich dann im Prinzip reingehe und sage, komm, haut mir aufs Maul und dafür machen die halt die Gegner was, ne, also meine Mates was. Was brauchst du dann so für Items? Kommt immer drauf an halt, ne, gegen was ich spiele, entweder halt... Ja, so eine Richtung einfach. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt hier in dem Spiel, wenn ich kein Damage machen würde und sagen würde, komm, ich baue Tanky, Frozen Heart wegen dem Yasuo und würde dann noch eventuell, je nachdem, ob es dann langt oder nicht, noch auf Randomins draufgehen. Du kannst einfach, nicht beides gleichzeitig bauen. Geht nicht? Du fixst die passiven der Items. Ja, dann würde ich eher auf, so gesehen, würde ich auf Randomins picken.
Nee, es kann sehr vorteilhaft sein, alle Rollen zu spielen. Was würdest du sagen, hast du denn bis jetzt so gut gemacht in dem Game? Weil, wüsstest du ehrlich gesagt nicht, was ich gut gemacht habe, außer ein paar Catches halt. Also ist jetzt nichts, womit ich glänzen könnte, das Spiel. Ein Drake, Hammer. Warum gerade Cyril das als Item? Wegen Fähigkeitstempo. Aber warum da nicht Cleaver? Ja, Black Cleaver gibt mir keine Dings. Rüstungsdurchschlagwert hier. Dieser Tödlichkeitsfaktor. Ist der Nocturne DPS oder Burst? Burst. Aber ich kann auch, also wenn ich, wenn der Fight lang genug geht und ich, ne, durch die defensiven Items lang überlebe, mit Level Tempo, hau ich auch schon DPS raus. Aber warum hast du denn dann überhaupt erst Lethal Tempo dabei, wenn du Burst bist? Macht doch gar keinen Sinn, dass es alle Nocturnes mitnehmen, oder? Nö, macht schon Sinn. Je schneller ich zuschlage, desto mehr DPS mache ich. Also ich hab halt beides, ne? Ja, okay. Das ist jetzt genau so, jetzt so eine Situation, ne? Ich meine, klar, ich kann jetzt meine Camps machen, aber ich wüsste ansonsten nicht, was ich jetzt hier noch in dem Game machen könnte, um das Spiel zu carryen jetzt in dem Moment. Kannst du deine Wards mal setzen, du kannst den Blue Trinket holen, du kannst den TF da oben picken, wenn du ihn intern tot bekommst. Den musst du halt nur killen, bevor dann der Dingens da ist. Aber zack, ja. Das ist ja kein Problem. So, jetzt hast du einen Pick gemacht, jetzt kannst du versuchen, die Area um Nash gleich einzunehmen, die Top der Wave nochmal vorher rauspushen, damit Elaine da nochmal extra Pressure hat. Da oben ist noch eine Pink Ward anstelle, dass du dein Camp machst. Kann ich, also macht das überhaupt als Jungler Sinn, die Waves rauszupushen, weil dann die Gegner komplett wissen, wo ich bin und was ich vorhab? Die wissen doch eh schon, wo du bist, die haben mich doch gesehen. Ja. Jorn ist tot, TF lebt und hat Ulti plus, du hast 2k Gold auf Tasche, ne? Starker DPS auf dem Yasuo. Digga. War jetzt ein bisschen unfair, ich hab jetzt den Kill geklaut. Ist ja egal, wie delivered ja. Eclipse ist auch, weißt also. Oder du hast 1300 Gold auf Tasche, können wir das vielleicht ausgeben? Ja. Zur Axie im Arc gehen? Ja. Einfach öfters looten zu können, um mehr Pressure auf die Lane zu, also auf die Map zu bringen. Wie viel cooler hat er seine Ulti gerade? 44 also Sekunden. Nichts. Der TF bleibt einfach stehen und rechtsklicken. Du magst Wards irgendwie gar nicht, oder? Nee. So spielst du manchmal auch. Nein! Wenn wir gewardet hätten, hätten wir gesehen, dass der Shaco kommt. Grundsätzlich, wenn du einen Pick machst, ne, solltest du mal versuchen, das Game mit nach vorne zu drücken. So nicht dieses einfach, okay, da ist jetzt einer tot, ich gehe jetzt farmen. Ne? So, ich würde zum Beispiel mal gleich gucken, wird jemand in die Mitte reinlaufen? Du holst ja auch das Blue Trinket bitte auf Nocturne. Was willst du mit dem Gelben? Nö, ja, zum Slowen, um die Gegner zu slowen. Kriegst du den Darius tot? Ja. Ja, okay. Okay, der Shaco Damage ist keiner illegal. Kannst du mir einen Gefallen tun? Was denn? Kannst du bitte dein Cyril das mal verkaufen für den Black Cleaver? Black Cleaver? Ja, okay. Mit Kopfschmerzen. Und das nächste verkaufen wir deine letzte zweite auch noch. Aber noch nicht jetzt. Dafür wird es noch das Gold. Also hast du dir schon einen Haufen Schrott zusammen gekauft. Okay. Okay, zu Pink Ward, yes. Den krieg ich nicht tot. Ja, warum nicht? Kommst eh nicht weg von ihm. So, wegkommen. Keine Chance, der killt mich. Ja, wenn du wegläufst, klar. Der Taunmail halt, ne? Ich hau mir damit selbst aufs Maul. Ja, du hast ja auch noch. Ja, damit killst du dich aber nicht alleine. Du hast ja auch noch mal zwei. Like, du hast so used das Items einfach. Okay. Like, look, du gehst Bruiser-Build, du hast voll viel Attack Speed. Wofür hast du deine Attack Speed? Für die langen Fights. Für die Squishies hast du bereits genug Damage. Mhm. Du hast einfach drei deiner Items gewastet für Müll. Okay, können wir kaufen. Kannst, like, wenn du mehr Damage willst, kannst du für Titanic gehen zum Beispiel. Ja, verkauf deine Axion, geh Titanic, wenn du mehr Damage willst. Titanic? Ja, Titanische Hydra. Das Ding. Das kannst du auch nochmal benutzen für eine extra Auto-Attack, by the way. Ein TF, du willst dich auf die Wow. Da springt ja auch Shaco drauf, der kann doch einfach rausspringen, das weißt du, ne? Rausspringen? Der Kuh da wäre raus. Komm ich eigentlich hinterher, wenn ich den mit meiner Kuh davor treffe, dann sehe ich, wo lang der hinläuft. Nicht, wenn du über die Mauer springst. Weil ich hab das Spiel jetzt verloren, wenn ich behaupte, ne?
Yes. Du hättest in der Mitte einfach mit deinen Mates ein Play machen sollen. Ja. Der ist so, der Jon ist auch auf jeden Fall. Was mit dem Jon? Ich weiß nicht, ob er irgendwas gemacht hat. Der stört mich gar nicht. Ja, ich bin. Das Spiel ist wieder so prädestiniert dafür, dass es einfach nur an mir lag, ne? Also ich hätte das Spiel auch gewinnen können. True. Ich selbst. True. Aber selbst wenn du wegen der Mates verloren hättest, ist ja immer noch die Frage, was hätte ich besser machen können? Das sind die populärsten Items. Von dem, was du baust, ist Axiom Arc da mit einer Pickrate von 6%. Edge of Night mit einer Pickrate von 4%. Was war das andere Müll-Item, was du nochmal gebaut hast? Cyrildas wird nicht mal geholt. Ah, doch, hier. 0,27%. Okay. Also niemand kauft sich diese Scheiße. Eher okay, in ganz seltenen Fällen. Nocturne wird, auch wenn du mal hier drauf achtest, größtenteils eher als Bruiser gespielt. Das sind jetzt einfach nur die normalsten Items, die er sich hier holt. Das heißt nicht, dass wir uns das immer holen. Jetzt hast du gesagt, ich weiß nicht, wo ich ganken soll und sowas, right? Ja. Ganz einfach gefixt, pass auf. Dann können wir die Gank-Fragen mitnehmen. Das ist nämlich gut. Wie mobil ist dein Gegner? TF ist nur überhaupt nicht mobil, Shen ist mobil. TF ist nur mit seiner Ulti mobil. Oder er trippt halt eine Stun-Karte. Setze ich ein Minus drauf. Warum er hat auch Double Movement Speed Summoner? Du hast Top 1 plus 2, Bot, du hast hier, doch, Bot ist ja minus 3. Also sollten wir unseren Arsch wohin bewegen? Auf die Top-Lane? Genau. Auf CC. Und so nach Lanern, die CC haben. Ja. Wir zählen jetzt natürlich mal nicht mit dazu, wenn der Gegner overextended ist. Ja, klar. Und jetzt hier. Skill nicht cool, Level 1. Hä? Okay. W-Level 1 ist weitaus besser auf dir. Wegen der Passiven. Ja. Und dann drehst du dich hier mit im Kreis. Warum pingst du mich raus? Ja, ich glaube, nicht in der Situation war ich einfach beschäftigt, zu gucken, was passieren könnte. Aber ich glaube, hätte ich ihn gepinkt, hätte den Jono nicht interessiert, der war, glaube ich, im Tunnelblick. Weil also, hätte er überhaupt mitgedacht, wäre da gar nicht rein mit so wenig Leben. Hätte er mitgedacht? Bruder, ich kann dir 20.000 Stellen sagen, wo ich sage, hättest du mal mitgedacht. Ich würde nicht deine Mates blamen. Das mach ich nicht. Wie gesagt, das Spiel hab ich selbst verloren eben. Ja, aber du haust da sehr oft mal raus, weißt du? Pinkst du hier den Schako und du pinkst auf Dingens, auf die Krabbe. Was soll denn das bedeuten? Willst du Krabbe machen oder was? Nee, das Schako wollte ich eigentlich, ja. Ich hätte da anderes pingen müssen. Du pingst dem Danger dreimal. Dreimal, immer wichtig, dreimal pingen. Oder sagst du, ja, warum macht dann der Xin das? Also erstens, der ist auch in Bronze. Der muss ja bad sein, sonst wäre er ja nicht hier, ne? Andererseits ist das deine Verantwortung. Das ist dein Lehner. Wenn du dem Xin dreimal pingst und er stirbt, sage ich, good job zu dir. Siehst du diese Augen auf deinem Kopf? Ja, ja. Sie sehen mich. Also, dass die mich sehen, ist schon klar. Ich meine, da ist der Ding, ne? Die Krabbe liegt da. Der hier, der wird kurz gesehen, right? Mhm. Aber danach keiner mehr. Warum wird der jetzt nicht mehr gesehen, hä? Komisch. Ja, verstehe. Könnte es sein, dass hier ein Blindspot ist? Ja, es scheint so. Wenn du da so hinläufst, ja, dann wirst du eher gesehen, also selbst wenn du das hier verkackst, ne? Ja. Als wenn du den hier machst. Ja. Weil die sehen dich, wenn schon, selbst wenn du es verkackst, sehen die dich nur eine Nanosekunde. Das heißt, du kannst immer noch gesehen werden, aber die Chance generell ist geringer. Hier ist mit jedem Champion, das mit dem Laufen, neben mit einigen geht das nicht. Kommt drauf an, wie dick deine Hitbox ist. Like so Champions wie Gragas oder Sejuani, Cho'Gath, Zion sind halt ein bisschen breiter. Aber mit so fast allen Champions ist es möglich. Denn jetzt ist cringe, jetzt musst du runtergehen, gehst halt weg von deinem Buff. Und dass du ja noch für Botnik gucken wolltest, fand ich auch scheiße. Weißt du, willst du dir wieder Stress machen? Ne? Like, hol dir doch dein Level 6 ab. Dein Xin ist stark. Ich meine, wie viel Zeit hier wieder verschwendet wird. Schlimmer auch noch. Dann gehen wir hier rein und sterben. Ich sterbe noch, ja. Du merkst ja auch, du verschwendest viel Zeit, right? Ja, ja. Achte mal nur darauf. Also ich kenne den Typen nicht mal, ne? Ja. Aber wie viel der stehen bleibt. Gefühlt gar nicht. Der ist hier nur in Bewegung. So, also, ne, wir gucken uns das mal so 10 Minuten lang an. Ja. So, manchmal kann man ein bisschen stehen bleiben. Ne? Einfach nur um zu checken. Der kann ja jetzt auch so viel sterben, wie er möchte. Stress, 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 Stress. Druck, 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 Druck. Stress, 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 Stress. Moven, 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 moven. Wollen wir mal versuchen, mit so einem klein wenig System in das nächste Game reinzugehen? Ja, können wir machen. Ist mir gerade so in den Sinn gekommen mit Nocturne und Blau Trinkets. Immer Blue Trinket, habe ich auch ingame gesagt, dass du dir das kaufen sollst. Ich habe gedacht, du meinst das Jungle-Item. Hab ich. Nee. Das habe ich vorhin verstanden. Erzähl doch mal, woher kommt das? Kurze Zündschnur würde ich behaupten, ne? Ja, ich will die Story jetzt wissen. War kurz ausgerastet, ein paar Mal hintereinander. Bist du bis August restricted? Ja, ein Jahr. Was hast du? Digga, okay. Ich will gar nicht wissen, wie gottlos du beleidigt hast. Ja, sehr. Weil klar, man sollte nicht stolz drauf sein, aber ich habe es mir auch mittlerweile angewohnt. Ich habe All Chat komplett aus und probiere auf Chats, was sie schreiben, komplett zu ignorieren. Ich mal auf Tab drauf, einmal kurz. Okay, danke. Ja, Botlane ist es. Kannst du mal bitte bei den Wölfen anfangen? Ja, okay. Wölfe, Frosch und erst dann den Blue.
Hast du gerade gesmited? Ja. Mit Nocturne smitest du eher die großen Camps als die kleinen. Warum? Like Wölfe und Raptors, Crux kriegst du ziemlich schnell tot, oder? Ja. Auch durch dein Cleave-Damage, die Single-Target-Camps nicht. Nicht. Kannst du in den Gang gucken, ping den, dass du kommst. Okay. Ist fine. Was? Wo ist die Briar hingegangen? Da. Dann lauf da bitte nicht blind rein. So, wir können die Base gehen, ganz entspannt und dann Richtung nach oben. Bleib jetzt könnte ich doch Grumps machen, oder? Einen kannst du mitnehmen, ob wir mehr mitnehmen, entscheiden wir danach. Ping schon mal Hilfe, dass die das sehen. Zweiten nehmen wir. Ja. Mal dein Nasus, der weiß nämlich schon Bescheid. Beende den und schau doch, ob du ihm helfen kannst. Okay, ist fein. Der ist raus. Ist okay. Ist einfach raus. LeBlanc kommt auch. Hallo? Warum? Weißt du, sagst ja, aber bleibst du selber noch drin mitstehen? Ja. Ist sie fein? Ja, okay. Farm nicht mal runter. Scheiße, den Grump. Ja, okay. So, einmal weiterfahren. Wenn es nichts zu tun gibt, einmal weiterfahren. Du kannst danach auch direkt basen, weil es nichts zu tun gibt. Warum gehst du runter? Geh hoch. Okay. Unten gibt's doch nichts, oder? Wegen Drake? Wollte scheiße. Scheiß auf Drake. Wenn du mal nebenbei mal hochgucken, wenn du kurz Zeit hast. Oh, okay. Der live die. Ping ihm doch. Wo soll er wissen, dass du kommst? Ja. Nee, der kann. Oder kriegst du dich selber? Ich weiß nicht, ob der Ulti hat. Aber ist gefährlich, Bruder, gefährlich. Digga, er dodgt einfach, als wäre er Messi. Ankara Messi. Lass ihn das machen, der hat das. Naja. Und farm dein Jungle. Ankara Messi. Ne, farm dein Jungle weiter, auf entspannen. Wir können gleich gucken, dass wir Botlane mit Ultis ginken. Runter. Ja, jetzt kann es, ja. Kannst du das Ding fertig jetzt bauen? Oder? Ja, na, nee. Lauf! Kannst du gleich mal Botlane gucken, wenn die weiter rauspushen sollten? Ja. Ja, doch, die Ash ist lecker. Gehen. Go. Ob das runter? Ah, scheiße. Ah, okay, ist fein. Und geh farm. Fällt dir was auf, so bei dem, was wir machen? Ja. Was denn? Also, ich merke jetzt auf jeden Fall, dass ich weniger planlos durch die Gegend laufe. Also, zumindest kommt es mir so vor. Mal eben, das war hier oben. Kurz lost, aber ich habe bis jetzt mehr auf die Map gebracht als vorhin im Early Game. Basen, Gold ausgeben und dann können wir gucken, dass wir Richtung Grub spielen. Ja. Kannst du mit deiner Nix-Ulti für ein Geld gucken, Prio holen und dann was machen. Ja. Und lauf Yalla. Das Wichtige ist, wir verschwenden keine Zeit, wir haben immer was zu tun. Ja, das ist schön. Oh, nice. Ich kann zu Grub spielen, genau. Aufpassen, LeBlanc kann auch kommen, ne? Aufpassen, LeBlanc kann auch kommen. Sauen die mal raus. Okay. Flash ruhig an. Na, ja, brauche ich nicht. Also ist auch da. Okay. Nimm die Top-Lane-Wave. Hat er Teleport? Von hinten nicht. Er Teleport, dann macht es oder so. Ja, es macht die Scheiße weiter. Okay. Du siehst doch schon, dass die weggeht. Warum chasest du die? Denkst du, die ist dumm, ja, und bleibt stehen oder was? Ja, naja. Ja. Vielleicht nochmal über die Mauer warten. Weh? Cool dich raus. Und deswegen warden wir immer über die Mauer. Und wenn die Briar auf dich ankommt, kannst du auch einfach auf W draufdrücken. Ich weiß gar nicht, warum du immer so lange damit wartest. Ich warte auf diesen Strahl da, mit diesem Knock-Up. Nee, den macht sie erst am Ende. Crux. Ja, aber ich würde erstmal Botlane ganken. Wahrscheinlich. Also, so wie die da stehen, ich weiß nicht, ob die jetzt noch stayen. Mach Crux into Botgang. Ja, komm, den holen wir uns. Was macht die Ash? Die springt weg. Ja. Willst du das Drache machen, oder? Nee. LeBlanc kommt. Du bist tot wahrscheinlich. Briar wird auch in der Nähe sein. Ah, nix gut, diese, nix gut. Pass auf, immer wenn du in den River rein movest, musst du einen Grund haben. Du movest einfach rein, als wärst du König der Piraten. Ich bin ja ein alter Gott, ne? Da hast du jetzt nochmal saftig 400 Gold abgegeben. 400 Gold Shutdown. Ja, stimmt. Ich stehe ja 4-1. Das ist Teamgame. Lass uns unsere Mates mitnutzen, um Sachen zu securen. Wichser. Ist fein. Passt, wir haben noch Tristana mit in der Nähe. Das ist keine gute Idee. Du kannst als Jungler vorher alle Apollos auf die Map schauen, right? Ja. Red Base, dann ist Ulti ready und wir können gucken, ob wir zum Beispiel für den Herald gehen. Lol, der fängt einfach Herald an, oder? Ja. Boah, der gefällt mir eigentlich gar nicht. Amin, du könntest es probieren, ihr habt noch ein bisschen Vision. Ja. Wenn die kommen, kannst du immer noch rausgehen. Die Bri kommt. Greif das Auge und zweite. Killst du.
geht oben ab. Ich weiß nicht, ob sie noch ihren Dash hat. Zweit. Oh. Die untere ist die echte. W? Ah, Ticken zu spät. Scheiße. Zieh Harold einfach. Bleib mir die mit da und mach den Tower kaputt. Ja. Also eigentlich würdest du Harold so ziehen, dass du damit rein kannst. Ja, der ist jetzt bereits in seiner Animation. Ist fein. Aufpassen, Priority. Mal rein. Ich schlafe aus. Du hast Smolder gerade umgebracht. Ja, aber ich wäre auch gestorben. Kuh. Hör mich nicht so an, ich bin sensibel. Na Mann, das muss stinken. Oder was? Hallo, Kuh! Ich höre nicht auf, ja. Die Kuh zu sagen. Na dann rein. Gegen LeBlanc, es ist grundsätzlich cool, erstmal auf ihren Dash zu warten. Ey, die Gewand zerstört mich, Alter. Was für die zerstört? Du hattest ja nicht mal großartig was an Leben. Das war gar nicht nötig gewesen. Ne, du hast Macht 3 einfach. Nimm die Bottom Wave nochmal mit. In der Mitte kommst du gar nicht rechtzeitig an. Nein! Ja, in die Base gehen, ja, Gold ausgeben, hast du über fertig, ne? Ja, die Ash, die will sterben. Die läuft hier nicht hast rein? Mir gesagt. Okay, ich auch. Fuck. Guck mal, Bruder, Scheiße. Schau nicht nach links und sag geil. Sag, ey, ja. Ich bin Nocturne, meine Ulti ist auf Cooldown, ich chill erstmal. Nochmal, da war ich zu greedy. Aber geh nicht zum Nashen, geh mal hoch, geh hoch. Ja, da war jemand, da ist jemand, immer. Ich glaube, die Nash. Zieh mal Ulti. Einmal Ulti ziehen und laufen. Und vielleicht kannst du gleich auf Ash hören, wenn sie zu nah rankommt. Okay. Oh, Ash. Ne, wir haben die Ulti quasi nur gezogen, um denen das Licht auszuknipsen. Ja. Oh, O'Brien kommt. Die untere ist die echte. Jetzt haben wir unsere Ulti ready, können gleich wieder für den Pick nachgucken, gerade wenn irgendjemand gleich blöd in die Mitte kommt. Oh, was geht oben ab? Oh, die Ash war da auch wieder alleine? Ja. Du kannst deinen Blutschrank noch benutzen, um halt extra Vision zu holen. Aufpassen im Enemy Jungle. Wir haben bereits einen Toten. Macher? Mal, pass auf, wir haben einen Toten, aber die Ash? Fuck. Da hat einfach mal alle Finger gebrochen. Ja. Hat man noch nicht gesehen, oder? Da ist schon. Da ist die Smolder, ne? Boah, knallt die rein, ey. Boah. Ich hasse solche Games als Coach einfach, ne? Man sitzt dann da und denkt sich, boah. Ich habe meinem Kind alles in die Hand gegeben, was ich ihm geben kann. Hoffentlich macht er jetzt das Beste draus. Ah, okay. Maschine, Habibi. Ja, Bruder. Stirbt die noch? Oh. Oh, oh, der kennt krass. Aber auch den Smolder-Trick nicht. Was heißt das? Wenn du deine Ulti richtig positionierst, kannst du den Gegner früher Damage machen. Wenn ich den hier treffen möchte, ist es halt kacke. Weil ich muss halt warten. Wenn ich die Ulti aber andersrum ziehe, wird der viel früher gehittet. Was ist das für ein Kackgesicht? Wow. Oha, it's GG. Ja. Weiß, ich hab das ehrlich gesagt nicht gedacht, dass wir das gewinnen. Okay. Erzähl mal was im Spiel. Also es hat sich definitiv besser angefühlt. Hatte weniger Phasen, wo ich wie Falschgeld rumgelaufen bin durch die Map. Und mit den Items habe ich mehr Damage gemacht und war auch trotzdem Bruiser. Ne? Ich habe trotzdem Damage ausgehalten. Dein Damage reicht ja schon aus für die Squishies, right? Ja. Aber du bemerkst auch, wie wichtig es eigentlich ist, um alle mitzuspielen und auch rumzuspielen. Und lass dich nicht in Kacke reinziehen von denen. Ja, ich muss es erstmal verarbeiten. Das war jetzt ziemlich viel. Okay, gut. Und dann wünsche ich dir noch einen guten. Danke dir. Wünsche dir auch noch viel Spaß. Bye, bye. Ciao.